Minutenlanger Applaus in Wien Dobrunner bei der Premiere von Secret Party, ein Off-Musical mit den Songs und über das Leben von Chansonnier Jacques Brel in den 60er Jahren. We're on a carousel, a crazy carousel. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwarten wird hier. Und ich bin eigentlich wirklich zutiefst traurig. Das ist eigentlich das Schönste, was einem am Theater passieren kann. Das ist poetisch und melancholisch und sehr französisch und toll. Es ist Kunst und das tut echt gut. Es ist nicht oberflächig, es geht in die Tiefe, es ist spannend. Und was ich mag, ist, dass es nie abdriftet in so kitschige oder ins Sentimentale. Süß, süß, süß und so dämlich zugleich. Es gab wahrscheinlich lustigere, optimistischere oder unbeschwertere Menschen als den Jacques Brel, aber wir lernen ja da auch ein bisschen die Zeit und den Hintergrund, warum diese Lieder geschrieben wurden, kennen. Er war romantisch, ohne kitschig zu sein. Er war subversiv, ohne Blumenkind zu sein. Sein Performance war immer so ein bisschen Punkrock. Er hat auf das Schönsein geschissen. Das finde ich gut.